Satelliten für Operation Asche wurden an Admiral Versio geliefert. Die nächste Mission ist ebenso wichtig. Inferno hat Zugriffsfreigabe für ein Geheimobservatorium des Imperators auf dem Planeten Pilio. Es enthält gefährliche Artefakte, die der Feind nicht bekommen darf. Das Observatorium wird von einer Mantelverteidigung geschützt. Miko, Sie haben die nötige technische Expertise. Rüsten Sie eine Expedition aus. Finden und zerstören Sie das Observatorium. Das Imperium hier ist, dann war mein Gefühl wohl richtig. Dieser Planet muss etwas ganz Besonderes sein. Du bleibst hier, R2. Ihre Scanner haben uns bestimmt entdeckt. Und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Schon okay, R2. Du bleibst hier. Überraschenderweise in der Haut von Luke Skywalker, der irgendwie dem echten Luke Skywalker gar nicht so ähnlich sieht, habe ich gerade das Gefühl gehabt. Und man merkt auch, dass der Synchronsprecher älter geworden ist. Früher in den 80er Jahren klang der deutlich jünger. Aber gut, mittlerweile ist das Spiel erschienen. Die Testversion hatten wir schon gespielt. Jetzt geht's weiter mit dem richtigen Hauptspiel. Anscheinend... können die uns sehen? Ich weiß es gar nicht. Wir greifen einfach an. Wir sind Luke Skywalker! Attacke! Okay, die Hälfte des Lebens ist schon verloren. So blockt man also. Okay, was können wir mit Q? Ich weiß gar nicht. Aber es ist schon komisch, dass, wenn wir eigentlich das Inferno Squad spielen, wir jetzt als Luke Skywalker unterwegs sind. Die treffen uns ja gar nicht, oder? Ah, ich kann auch zielen, wohin ich lenken will. Abdecken will. Ja, schieß nochmal. Ah, nochmal. So, zack. Oh, da hinten ist noch welche. Aber wir müssen jetzt nicht Miko töten, oder? Als Luke Skywalker, das wäre ganz schön bescheuert. Weil der leitet ja die Mission offenbar. Da hinten, ist das Miko vielleicht, der da steht? Ich weiß es nicht. Können wir irgendwie die Feinde aufdecken? Nee. Was ist denn E? Was machen wir denn bei E? Okay. Alles klar, das scheint sehr mächtig zu sein. Na, hier hat sich noch einer versteckt. Sieht aus, als würde das Imperium auch etwas suchen. Wer ist denn das hier oben? Ein Scharfschütze, okay. Na? Da schießen sie auch immer weiter drauf. Wir schießen von hier unten. Da hinten sitzt noch einer. Na komm, hier. Attacke. Zack. Was ist denn mit dem los? Hat er einen Knüppel gehabt? Der geht aber ganz schön ab hier, ey. Alter, huch. Dass sein Jetpack explodiert. Das wollte ich ja gar nicht. Es fällt irgendwie ganz schön aus der Rolle hier gerade. Eigentlich haben wir uns ja gerade so mit den Imperialen angefreundet und jetzt häckseln wir sie ja alle nieder in der Rolle von Luke Skywalker. Der es, glaube ich, eigentlich gar nicht so machen würde. Der würde eher weniger mit seinem Lichtschwert agieren. Gerade weil die Mission ja auch nach Episode 6 spielt, wo Luke sich ja, kann man so sagen, glaube ich, für die Weisheit und für die Lehre der Macht entschieden hat und gegen den wilden Zorn der dunklen Seite sozusagen ist. Erkennt man, glaube ich, ganz schön dadurch, dass er dann, als er sich dem Imperator sozusagen ergibt, sein Lichtschwert einfach in die Ecke wirft und sagt, dass er halt lieber stirbt, als weiter zu kämpfen. So würde ich das interpretieren, jedenfalls.
Er sieht ja, als er Darth Vader in einem sehr komischen, in eine sehr komische Schlussszene ihres Kampfes dann den Arm oder die Hand abschlägt, dass Darth Vader eigentlich auch zum Großteil eigentlich nur noch eine Maschine ist. Und er hat ja selber seine Hand schon verloren durch Kämpfe und sowas. Und ich glaube, da war halt die Intention so, dass die dunkle Seite halt sehr wild ist und auf Kämpfe ausgelegt ist. Und Luke entscheidet sich dann eher für einen anderen Weg. Vielleicht war es doch mehr. Hier sind ja irgendwelche Viecher drin, oder? Bestimmt irgendein Monster, ey. Alter. Alles klar. Oder schießen sie schon? Ich bin wohl nicht der Einzige, der sich wünscht, das Imperium wäre nicht hier. Ich finde das eigentlich richtig gut mit dem Schuss reflektieren. Die Sturmtrooper müssten mich halt nochmal treffen, damit ich zurückschießen kann, sozusagen. Oh, jetzt haben sie mich getroffen. Ich war nicht mal in ihrer Nähe, da ist sie umgefallen, alles klar. Oh, ich metzle hier die ganze Expedition von Miko nieder. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Stören. Moment, können wir das mit der Fähigkeit hier? Ja, nice. Ich komme nicht durch. Doch jetzt. Hallo! Hallo, kann mich jemand hören? Wer sind Sie? Ich habe Sie rufen gehört. Klang, als würden Sie Hilfe brauchen. Ja, das stimmt. Könnten Sie mich wohl hier rausholen? Ich weiß, wer Sie sind. Warum helfen Sie mir? Weil Sie gefragt haben. Oh Gott, es kommen Monster. Nein, das wird nicht bringen. Aber das hier. Nein, warten Sie! Geil. Geschichten über die Jedi. Als Junge auf Coruscant fand ich sie unheimlich, aber sie? Kommen Sie. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir hier raus wollen. Ich weiß gar nicht, irgendwie klingen die Stimmen, als würden sie zum anderen Charakter gehören. Ich auch. Anscheinend hat die Macht uns zusammengeführt. Na, was für ein Glück. Es ist immer mehr als Glück. Klar, die Macht. Haben Sie damit meine Männer erledigt oder war es Ihr Lichtschwert? Es tut mir leid. Dachte ich. Also, warum lebe ich dann noch? Die ließen mir keine Wahl. Sie schon. Was ich damit sagen will, weil Luke ist, müsste zu dem Zeitpunkt hier irgendwie so, was weiß ich, 23 sein noch oder so. Käfer. Geben wir uns gegenseitig Deckung, okay? Miko ist aber, glaube ich, schon Mitte, Ende 30. Er hat eine viel hellere Stimme als Luke. Alter! Oh Gott! Ah! Luke tritt hier einfach in die Luft und die Dinge explodieren. Sie sind wütend. Wir sind hier die Eindringlinge. Bernstein, das ist die Durastahl.
Das Zeug wird fast sofort hart. Und zerspringt auch bei Kontakt. Es ist hier. Wir nähern uns dem Observatorium des Imperators. Darum sind Sie also hier. Keine Sorge. Ich will es zerstören. Oh Gott. Ich fehl gerade was über den Boden. Da hinten, das sieht doch so aus wie ein Eingang, oder? Nico? Moment. Was denn? Das Observatorium ist geschützt. Wenn ich die Verteidigung nicht entschärfe, explodiert die ganze Höhle und begräbt uns. Mist! Es steckt in dem Bernstein. Ich liege das Terminal frei. Los. So etwa? Besser. Ach du Scheiße. Verteidigungssystem aktiviert. Jetzt tickt die Uhr wirklich. Ihr Verteidigungssystem stört die Biosphäre. Ich glaube, wir wecken die Käfer auf. Ach du meine Güte. Ich halte sie auf. Machen Sie weiter. Aber die greifen nur uns an, oder? Wir müssen nicht Miko noch beschützen. Noch mehr von denen. Ja, immer ruhig. Okay, anscheinend ein Schlag und die Dinger sind weg. Wahrscheinlich kommt am Ende noch die Käfermutter. Müssen wir irgendwie die Nester von denen zerstören? Gibt's sowas? Ich sehe es gerade nicht. Es sind einfach zu viele Käfer auf einmal. Ach, es kommen ja immer mehr. Das ist hier so eine richtige Käferplage. Wie so ein Kammerjäger, ey. Ah, noch welche? Was ist denn? Immer ruhig bleiben. Kammerjäger Luke ist unterwegs. Ah, es werden immer mehr. Mach weiter, Dell. Gerade irgendwie eine ziemlich komische Mission. Wir spielen den legendären Luke Skywalker und wir metzeln Käfer nieder. Okay. Also ein AT-ST oder so hätte vielleicht besser gepasst, denn wenn wir da unsere Machtfertigkeiten hätten einsetzen können. Anstatt Käfer nieder zu häckseln, aber gut. Spiel will es so, also machen wir das auch. Ja, hier ist er noch eins. Los! Ist hier vorne noch eins? Nee. Boah, noch mehr Käfer. Miko wird angegriffen. Ja. Glaube ich auch. Geh doch mal auf hier. Shit, die Machtfälligkeit bringt irgendwie überhaupt nichts. Dieser Push. Und dieser Stampfe hier ist recht gut, weil dann alles explodiert einfach. Wie sieht's aus, Dell? Okay, die Hälfte ist geschafft. Ja, warum? Was ist denn? Wir haben nur noch 3 Minuten, bevor das System explodiert. Ja, bleib doch ruhig. Mach einfach weiter. Du wirst nicht angegriffen. Alles gut. Einfach draufhauen und wer am schnellsten klickt, gewinnt hier. Das erinnert mich irgendwie an Kampfspiele, die man mit seinen Freunden spielt, und man verliert immer selber, weil man versucht, die besten Kombos rauszuhauen. Aber der Kumpel, der dann da ist, kloppt einfach auf die Tasten und gewinnt. Das ist es. Das Observatorium des Imperators. Oh Gott. Was auch hinter den Türen ist, die Käfer mögen es nicht.
Da ist kein Schloss an dem Ding. Wie soll ich da bloß reinkommen? Mit dem Schlüssel. Warum hat der Imperator einen Bunker, der sich nur mit der Macht öffnen lässt? Sagen Sie es mir. Der Mann, der den Jedi-Orden vernichtet hat, war insgeheim einer von Ihnen? Ich meine, Sie haben sich als Junge auf Coruscant vor den falschen Dingen gefürchtet. Hier ist nichts Gefährliches drin. Der Imperator beschützt. Schrott. Das ist alles wertlos. Nein, nicht alles. Was ist das? Ich möchte diesen Kompass behalten, wenn ich darf. Ich muss diesen Ort zerstören. Warum sollte ich Ihnen das erlauben? Weil ich gefragt habe. Danke. Ich hindere Sie nicht an Ihrer Mission. Aber hat das Imperium nicht schon genug Unschuldigen geschadet? Ich glaube, der Kompass wird in Episode 8 nochmal wichtig. Gut, dass wir uns getroffen haben, Dell. Und was passiert jetzt? Wir beide gehen getrennte Wege und tun so, als wäre das alles nie passiert? Das können Sie nicht, Dell. Es tobt noch ein Konflikt in Ihnen. Natürlich tobt da ein Konflikt. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wozu das Imperium fähig ist, aber was bleibt mir sonst? Eine Wahl. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Möge die Macht mit Ihnen sein. Wir kämpfen schon unser ganzes Leben. Heute stirbt die Rebellion. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. Das ist nicht unsere Mission. Ich bin Ihr Commander. Waffe runter! Du nimmst Befehle von mir an!